Ist Kampf der Damen auf dem Programm. Und ich ziehe sie wieder aus, weil ich muss nämlich spielen. So. Ich werde die Wanna Rose natürlich nehmen. Im Blauen mit dem blauen Handsch. Und ja, starten wir. So, los geht's. Vielleicht gibt es sogar keine bekanntere Sportlerin in der Welt als Sie. Eine sensationelle Athletin und ein echtes Vorbild. Ja, sie schreibt Bücher, sie schauspielert, sie modelt und sie ist vor allem eine fantastische Kämpferin. Was für ein Multitalent. Ronda Rousey. Sie betritt das Oktagon und ist bereit für den Kampf. Das ist die Gegnerin. Sie ist auf dem Weg ins Oktagon. Was die Willensstärke angeht, ja, da gehört sie natürlich zu den Besten in der UFC. Ja, das ist immer wieder toll zu sehen, wie die beißt, wie die immer weitermacht, wie die fightet. Schon der Wahnsinn. Mal schauen, was sie drauf hat. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpferinnen in diesem Bantam-Gewichtsfight. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge, Eve Loving. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the Sold Out Arena in Rio de Janeiro, Brazil. It's time! Los geht's. Okay, protect yourself at all time. Obey my command at all time. If you want to touch love, do it now. Go back to your corner. Ready? Es wird interessant sein, ob Sie hier als Expertinnen in Sachen Submissions auch auf die Submission gehen. Oder es eher mit Schlägen versuchen. Herrlicher Leckig. Klasse Jab. Ja, starke Rechte, aber nicht genau genug. Oh ja, guter Block. Linker Haken ins Leere. Treffer mit diesem Kick zum Kopf. Gut, hat er.
Ali schafft den Takedown. Jetzt stehen sie beide wieder auf. Jetzt wird spannend. Das war ein herrlicher Leckkick. Guter Kick, aber ein noch besserer Block. Treffer zum Körper, toller Kick. Oh ja, beide mit schweren Matsch. Scheiße. Norris. Und da ist der Takedown. Oh, starker Reversal. Sie jagt sich ein und ist in der Backmount. Schöne Konteraktion. Sie arbeitet aus der Side Control. Ja, ja, klar, da ist der Clinch. Und sie gehen auseinander. Da ist der Körpertreffer mit dem Kick. Klasse Punch, da ist der Treffer. Sehr schöne Kicks. Ja, schöner Double Leg Takedown. Und auch diesmal kommt sie wieder hoch. Oh, ein Roundhouse Kick ins Nichts. Ja, ja, da war der Haken. Der Roundhouse Kick schlägt ein. Oh, wieder der Headkick. Stark gemacht. Ja, ja, sie kämpfen mit offenem Visier. Oh, abgeblockt und dann sofort mit der Geraden gekontert. Sie geht wieder auf den Takedown und schafft ihn aus. Eine schöne Aktion hier. Toller Sweep. Sauberer Pass in die Full Mount. Wahnsinn, was für ein Punch zum Kopf. Oh, die rechte sitzt. Oh, sie setzt ihr hart zu. Die rechte schlägt voll ein. Es sieht aus, als könnte sie es jetzt zu Ende bringen. Oh, die Hammerfist tut weh. Komm schon, hör auf. Sie steht wieder. Schöner Roundhouse-Kick, aber daneben. Sie schafft den Single-Leg-Takedown. Die ist jetzt in der Half-Guard. Ich will kurz mal das Bild runden anmachen, was... wie das Auge zugeschwollen ist. Da könnte definitiv was gebrochen sein. Starke Befreiung aus der Fulmer. Exzellenter Sweep jetzt. Jetzt wechselt sie in die Full Guard. Sie nimmt den Oberkörper hoch. Und wieder kämpft sie sich auf die Beine. Schöner Inside-Leg-Kick. Ja, beide teilen hier richtig aus. Schöne Kicks. Den Punch abgeblockt. Schön, wie sie hier immer wieder die Angriffe wechselt, wie sie ihrer Gegnerin hier zusetzt. Und der Jab. Körpertreffer jetzt mit dem Kick. Ja, ja, und noch ein erfolgreicher Takedown. Das ist das Ende der ersten Runde. Sie kriegt mich zwar zu Boden, aber
Aber ansonsten sehe ich hier gar nichts. Irgendwie. Also wer die ganzen Schläge macht, bin ich eigentlich. Bin auch voll am Dominieren. Ja, da gab es doch einiges zu sehen. Ja, und die bezaubernde Brittany Palmer bereitet uns mental auf Runde 2 vor. Und los geht's. Ab in Runde 2. Starker Kick, aber die Deckung steht. Da kam der Haken. Schöner Kopftreffer. Ja, guter Inside-Leg-Kick. Ja, der Kick ging daneben. Die gönnen sich nicht. Beide mit harten Punches. Oh, 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 so ein Takedown muss sie besser vorbereiten. Starker Inside-Leg-Kick. Und da ist der Single-Leg-Takedown. Wahnsinn, starke Rechte. Oh, jetzt will sie es zu Ende bringen. Sie geht in die Vollgas. Und da ist der Double Underhook. Oh, gut gearbeitet. Und da ist jetzt der Underhook. Ja, sie versucht in ihren Rücken zu kommen. Ja, ja, jetzt geht es darum, die Kontrolle über den Clinch zu erlangen. Sie hat sie im Double Underhook. Ja, sie hat sich in den Underhook gearbeitet. Schön abgeblockt. Roundhouse Kick genau an den Kopf. Kniestoß vom Körper, klasse. Gute Idee, aber der Takedown ist weg. Landet im Ziel. Oh, die Oberschenkelprellung sieht inzwischen ziemlich hässlich aus. Das ist definitiv kein Vorteil. Oh, schöner Roundhouse-Kick vom Kopf. Schöner Kick, aber da ist der Block. Schöner Körpertreffer mit diesem Haken. Starker Double-Leg-Takedown. Sie versucht's aus der Halfguard. Collar Sweep. Starker Übergang in die Fullbank. Mann, was für eine Rechte. Oh, was für harte Treffer. Was für eine brutale Hammerfist. Das ist das Ende. Der Kampf ist vorbei. Das war absolut richtig, dass der Ringrichter diesen Kampf beendet hat. Es ist einfach zu gefährlich, wenn sich eine der Kämpferinnen nicht richtig verteidigt und die andere ihr einen Treffer nach dem anderen verpasst. Wir haben gewonnen. Ich hab's gewusst. Mick, und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest. At 2 minutes, 54 seconds of round number 2. Declaring the winner by TKO, Ronda Rousey. Ronda Rowdy Rousey holt sich heute Abend den Sieg durch technische... Ja. Voll besiegt. Bam, bam, bam. So, wenn wir jetzt McCall
oder anderen schöner Kampf. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Kampf. Als nächstes erwartet uns ein UFC-Kampf im Fliegengewicht. Wir probieren es damit jetzt. Kommt er ins Oktagon. Also was mich an diesem Kämpfer am meisten beeindruckt, sind seine Nehmerqualitäten. Er ist einfach zäh. Den haut so schnell nichts um. Und vor allem kann er sich zwischen den Runden auch fantastisch erholen. Direkt hat er schon. Ian McCall kommt jetzt aus dem Tunnel und wirkt sehr motiviert. Wir werden gewinnen. Team Rot, diesmal. Die Takedowns dieses Kämpfers sind wirklich atemberaubend. Er ist explosiv und seine Technik ist sensationell. Da muss man sich als Gegner drauf einstellen, sonst wird der Kampf schnell zu einem Albtraum. Profi seit 2002. Ian McCall. Er ist bereit für dieses Duell im Fliegengewicht. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Fliegengewichtsfight. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, the referee in charge, Bert Dean. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out arena in Rio de Janeiro, Brazil. This man is a karate fighter, holding a professional record of 11 wins, 2 losses. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 125 pounds. Fighting at a Spartanburg, South Carolina, Justin Tank Scott. And now, losing his opponent, fighting out of the ring. This man is a Muay Thai kickboxer, holding a professional record of 13 wins, 5 losses, and 1 draw. He stands 5 feet 5 inches tall, weighing in at 125 pounds. Fighting out of Irvine, California, Ian Uncle Creepy McCall. Ja, mit dem werden wir jetzt kämpfen. Wir wollen ein schönes Match sehen, so wie vorher ging mit Ronda Rousey. Sie klatschen sich ab. Ready to fight? Ready. Und es kann losgehen. Wechselt die Führhand. Sehr guter Leg-Kick. Netter Head-Kick, aber daneben. Gute Ausweichbewegung. Starker Leg-Kick. Wieder ein schöner Leg-Kick. Ja, gute Linke. Ja, der Jab trifft. Guter Block.
Ah, da fehlt die Präzision beim Kick. Guter Leckkick jetzt. Oh, was für ein Suplex. Er schlägt voll auf den Boden auf. Und zurück in die Side Control. Schöner Inside-Leck-Kick. Ja, schöne Kombination. Da ist der Kick, aber kein Treffer. Schön den Leck-Kick eingesetzt. Starke Kick-Kombination. Ah, ist der Kick-Treffer. Linke gerade, aber daneben. Starker Single-Leg-Takedown. Ja, ja, er schafft es, sich aufzurichten. Jetzt ist er in der besseren Position. Er arbeitet aus der Half-Guard. Und da dreht er ihn um. Er ist in der Side Control. Er kämpft aus der Half Guard. Jetzt richtet er sich auf. Okay. Oh, so einen Takedown muss er besser vorbereiten. Klasse Treffer mit dem Kick. Ja, die Linke verfehlt ihr Ziel. Ja, der Inside-Leg-Kick kommt an. Harter Kick zum Bein. Starker Hack. Schwere Treffer von beiden. Gute Gerade. Oh, was für ein Hack. Er ist angeschlagen. Scheiße. Oh, der hat einen Stein getroffen. Schöner Jab. Heftiger Superman-Punch! Oh, da bearbeitet er ihn. Starker Punch! Ja, ja, er hat ihn im Double Underhook. Da kommt der Leg Kick. Und ein schöner Jab. Ja, Wechsel der Auslage. Ja, schöner Single-Leg-Takedown. Wir sind in der letzten Minute der ersten Runde. Schön von unten gearbeitet. Was für ein Punch. Klasse Punch. Schöner Treffer. Er hat einen Cut an der Wange. Ein heftiger Punch zum Kopf, starke Arbeit von oben. Ja, schöner Treffer. Da war der Punch. Zehn Sekunden noch. Er setzt einen Rear Naked Choke an. Er schafft es, sich aus dem Choke zu befreien. Und da ist er in der Full Mount. Und damit ist die erste Runde beendet. Jawohl. Schön, schöne erste Runde. In der Wiederholung können wir uns die Highlights dieser Runde jetzt nochmal ansehen. Es war eine Runde voller Höhepunkte.
Die reizende Camila Oliveira. So. Alles klar, Runde 2. Hat er jetzt. Guter Leckig. Abgeblockt. Der Haken, da ist der Treffer. Oh, starker Inside-Leckig. Oh, der Kick landet am Kopf. Er schafft den Single-Leg-Takedown. Sein linkes Auge schwebt zu. Was für eine linke Klasse. Starker Punch. Oh, die rechte hat gesessen. Oh, heftiges Ground and Pound. Jetzt hat er die Kontrolle. Ja, es kommt zum Clinch. Doch, da setzt er den Double Underhook. Klasse Leg Kick. Die linke kommt nicht an. Toller Kick. Er nimmt den Oberkörper hoch. Starker Punch zum Kopf, so arbeitet man von unten. Ein toller Sweep hier. Was für ein Strike auf dem Boden. Oh, eine gewaltige Rechte. Er kämpft aus der oberen Kruzifix-Position. Oh ja, gute Kontrolle von der Seite. Er geht wieder in die Side-Control. Sind im Clinch. Ja, er hat ihn auf dem Boden. Er arbeitet aus der Vollgas. Er richtet sich auf. Mann, der Cut wird schlimmer. Das sieht übel aus. Na, starke Verteidigung gegen den Clinch. Ja, zumindest der Versuch eines Takedowns. Ja, klasse, dieser Jab. Beide wollen es jetzt wissen. Guter Inside-Leg-Kick. Das sind richtig gute Kicks. McCall mit dem Kick zum Bein, aber daneben. Ja, schöner Jab. Er schützt seinen Körper, den Schlag hat er gut geblockt. Ein heftiger Suplex. Das hat er stark gemacht. Voller Sweep jetzt hier. Er geht wieder auf den Takedown und schafft ihn auf. Ja, ja, Pass in die Full Guard. Oh, da muss er seinen Kopf besser schützen. Ja, ja, da erwischt er ihn am Kopf. Er verpasst ihm eine Hammerfist. Ah, der Übergang in die Halfguard geht schief. Jetzt richtet er sich auf. Wir sind in der letzten Minute. Oh Mann, inzwischen sind beide Augen ziemlich heftig zugeschwollen. Oh ja, guter Treffer, da war der Punch. Starker Single-Leg-Takedown. Klasse, dieser Sweep. Er versucht's aus der Side-Control. Und ein Punch zum Körper. Er wechselt zurück in die Side Control.
Er kontrolliert ihn von der Seite. Klasse Bewegung am Boden, gefällt mir gut. Er ist in der Half-Guard. Ja, ja, Runde 2 ist beendet. Runde 2 war echt krass. Das ist ja ein Match. Da haben wir es ihm gezeigt, ne? Diese Runde hatte einige echte Highlights. Da haben wir Kali Baker. Sie kündigt Runde 3 an. Und dieser Titelkampf geht in die dritte Runde. Oh ja, da war der Leckkick. Das ist ja gerade Titelkampf. Den Angriff zum Kopf sieht er kommen und er wehrt ihn stark ab. Ja, ja, der kommt an. Oh, sein Gesicht sieht echt übel aus. Herrlicher Block gegen diesen Punch zum Körper. Da ist der schöne Leckkick. Ja, schöner Takedown. Ja, schöner Treffer mit der rechten. Der Übergang ist ihm misslungen. Da ist er jetzt also in der Mount nach diesem tollen Sweep. Schöner Ellbogentreffer. Ja, er geht voll auf den Körper. Oh, gute Abwehr, das war kein schlechter Kick. Sauberer Inside-Leg-Kick. Oh, das war beeindruckend. Was für ein Takedown. Er ist in der Kruzifix-Position und lässt ihn sein ganzes Gewicht spüren. Er setzt ihn von der Seite unter Druck. Ja, ja, er ist in der Side Control. Er hat ihn von oben im Kruzifix. Er wechselt in die North South. Ja, ja, er kommt in den Double Underhook. Ja, mal sehen, wer sich jetzt in die bessere Position bringt. McCall hat sich hier möglicherweise eine Fraktur zugezogen. Das Auge schwillt immer weiter zu. Beide mit offenem Visier. Oh, da bleibt es beim Versuch eines Takedowns. Inside Leg Kick, gut gemacht. Ja, die Hälfte der Kampfzeit ist um. Er verpasst ihm eine Gerade zum Kopf. Was für ein Leckkick. Und noch ein klasse Kick. Wow, schöner Kick zum Kopf. Jetzt wechselt er die Auslage. Oh ja, der linke Punch, Treffer. Sie schlagen gnadenlos aufeinander ein. Bringt ihn wieder zu Boden. Da geht er in die Half-Guard. Oh Gott, das läuft echt scheiße. Jetzt der rechte Punch, aber kein Treffer. Klasse Kicks. Oh ja, toller Leckkick. Schöne Gerade zum Kopf. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Timing. In die Rechte hat er alles reingelegt, aber ohne Erfolg. Treffer mit dem Jab. Ja, gut gemacht. Er blockt den Schlag zum Kopf ab. Oh, schöne Kicks. Er kombiniert hier schön seine Techniken. Da hat es der Gegner natürlich schwer.
Toller Kopftreffer mit dieser Geraden. Er schafft den Single-Leg-Takedown. McCall hat jetzt doch einige Probleme mit diesem Cut an der Augenbraue. Starke Arbeit mit dem Ground and Pound. Er richtet sich auf. Noch 30 Sekunden. Wow, was für ein Punch zum Kopf. Ach, die Hammerfist hat gesessen. Überzeugendes Ground and Pound hier. Jetzt hat er die Kontrolle. Und sie clinchen. Und das war die dritte Runde in diesem Titelkampf. Alter Schelle. Was für ein Kampf. Sehen wir uns diese Aktion noch mal genauer an. Eine sehr interessante Runde. Da ist Carly Baker. Es kann also weitergehen. Hier kommt Runde 4. Runde 4. Ready, fight. Ready. Und die vierte Runde beginnt. Und das ist der Single-Leg-Takedown. Oh, jetzt schwillt auch noch sein anderes Auge zu. Ja, da war die Hammerfist. Ja, er schafft den Reversal. Er ist jetzt in der Half Guard. Er geht in die Full Guard. Schöner Sweep. Er wechselt zurück in die Full Guard. Er trifft mit der rechten. Werfen wir einen Blick auf die insgesamt erzielten Treffer. Ian McCall attackiert weiter den Cut. Das ist keine schlechte Taktik. Der Cut könnte hier auf jeden Fall noch zu einem Problem werden. Er versucht, die Triangle anzusetzen. Und da richtet er sich auf. Er schafft es, sich zu befreien. Er bringt einen Inside-Leg-Kick. Wow, starke Kicks. Oh, oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Und ein Kick zum Bein. Er trifft mit der linken. Da ist der Uppercut, aber kein Treffer. Ja, der Jab kommt. Oh, der Cut an seiner Augenbraue sieht übel aus. Das wird ihn schwächen. Jetzt geht es zur Sache. Tolle Punches jetzt hier. Nein, nein, aus dem Takedown wird nichts. Oh, ein Inside-Leg-Kick. Super Block. Ja, sehr schöner Uppercut. Da, starker Block. Toller Leckig. Die gehen in den Clinch. Jetzt setzt er zum Tie-Clinch an. Oh, da ist der Choke. Gute Technik. Er bringt sich in eine aufrechte Position. Er befreit seinen Kopf, das war stark gemacht. Er arbeitet aus der Half-Guard. Und da war der Kick zum Bein. Starker Kopftreffer, der zeigt Würfe.
Jab hat gesessen. Schöne Rechte. Oh, daneben. Ja, Kick vom Kopf. Kann er die Halfguard nutzen? Toller Sweep. Gute Hammerfist. Oh, oh, das sieht nach einer Fraktur aus. Das Auge schwillt immer weiter zu. Und er richtet sich auf. Noch eine Minute. McCall hat hier einen Übergang in die Halfguard versucht. Schöner Sweep. Er ist jetzt in der Side Control. Schöner Wechsel zur Full Mount. Er befreit sich aus der Full Mount. Stark gemacht. Er versucht es wieder aus der Side Control. Und wieder zurück in die Full Mount. Oder ist die Armbar? Das kam überraschend. Er ist entkommen. Er rettet sich aus der Full Mount. Guter Hüfteinsatz. Und da ist der Übergang zurück in die Full Mount. Klasse Rechte. Jetzt gibt er ihm den Rest. Ja, starke Linke. Und das ist aus. Aus. Sein Gegner war hier mit den Gedanken schon in der Pause und das hat er eiskalt ausgenutzt. Er hat ihn nochmal richtig unter Druck gesetzt und dann mit diesem wunderschönen Treffer ausgenutzt. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Wiederholung des Kampfes. Ah, was für ein schönes Mensch, aber wir verloren haben. Ah, oh Gott, da konnte ich nichts mehr machen. Wir waren einfach schon zu erschöpft. Verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, Referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes, 53 seconds of round number 4. Playing the winner by knockout, Justin Tank Skagen. Hier haben wir den Sieger durch Knockout. Oh Gott. Jetzt auf den Hauptkampf des Abends. McGregor. Conor Notorious McGregor und Renan Barão. Und ich glaube, wir werden gewinnen. Unglaublich erfolgreicher Fighter, der Renan Barão. No! 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 Sensationelle Karriere. Völlig richtig. Er hat ja mal mit 22 Siegen in Folge eine unfassbare Siegesserie hingelegt. Bis ihm dann TJ Dillashaw 2014 diese Niederlage zufügte. Wirklich einer der allerbesten in der UFC. Renan Barão, der Bantam-Gewichtler aus Rio de Janeiro. Der trotz seiner Jugend, er ist ja gerade mal Jahrgang 87, schon mit einer fantastischen spektakulärsten, der aufregendsten Fighter der UFC, der Conor McGregor. Und einer der besten ist der Mann aus Dublin, ja ohnehin. Ja, aber ihn müssen wir natürlich vor allem auf diesen unglaublichen Fight gegen Chad Mendes in Las Vegas erwähnen, mit dem er sich den Titel holt. We will nugget, we will nugget. Ja, würde mich nicht überraschen, wenn wir den heute auf dem Rücken sehen. Seine Takedown-Defense ist einfach sensationell. Sein Balancevermögen und seine Stabilität sind schon beeindruckend. Da verschwenden viele Kontrahenten einfach ihre Energie, wenn sie versuchen, ihn so zu besiegen.
Conor McGregor. Jetzt im Kampf gegen Renan Barão. Ja, voilà. Wir werden jetzt sehen wir uns mal eine Gegenüberstellung der Kontrahenten in diesem Titelkampf im Federgewicht an. Es geht um den Champion-Gürtel von Conor McGregor. The Notorious. Notorious Conor McGregor. The best in UFC. Los geht's. Titel steht auf dem Spiel heute im Federgewicht. Los geht's! Der heutige Meisterschaftskampf ist auf 5 Runden über 5 Minuten angesetzt. Ja, das Knie landet am Körper. Ja, der Roundhouse-Kick erwischt ihn am Kopf. Starker Single-Leg-Takedown. Er geht in die Full Guard. Super gemacht, da ist der Sweep. Haben wir ihn gesehen, den Sweep, und jetzt ist er in der Mount. Er ist in der Half Guard. Ja, toller Block. Ja, der Haken, toller Kopftreffer. Komm her, wenn du dich traust. Das deutsche Publikum steht natürlich hier hinter Renan Barão. Da kommen die Anfeuerungsrufe. Guter Switch-Kick. Der Haken, schöner Kopftreffer. Oh, schöner Single-Leg-Takedown. Kontrolle von der Seite. Er ist in der Side Control. Er geht in die Full Mount über. Barão ist in der Backguard. Starke Befreiung aus der Full Mount. Ein satter Schlag zum Körper.
Er zieht den Haken zum Kopf. McGregor kreist jetzt nach rechts. Ja, starker Kniestoß zum Kopf. Da haben wir den Takedown. In der Mauer. Oh, guter Kick zum Körper. Oh, stark gemacht, schöner Kick zum Kopf. Wow, ein heftiger Uppercut. Ein gewaltiger Kick zum Kopf. Ah, schöne Gerade. Ja, er bringt eine Kombination. Oh, schöner Kick zum Kopf. Gut mit dem Jab. Gute Gerade. Ja, ja, der Inside Leg Kick war gut. Letzte Minute. Er bekommt ihn nicht auf den Boden. Jetzt nimmt er ihn in den Taiplam. Ja, gute Arbeit mit dem Knie. Und da ist der Übergang zum Taiclinch. Conor McGregor mit dem Wurf. Ja, da hat er uns wieder mal gezeigt, was für überragende Judo-Fähigkeiten er hat. Einfach nur klasse. Der hat gesessen, da war der linke Punch. Jetzt geht er in die Full Mount. 15 Sekunden. Linker Punch und Treffer. Schön. Wir sind in den letzten 10 Sekunden. Ja, die erste Runde ist zu Ende. Das ist spannend. Aber der war schön, der Kick. Ja, da gab es doch einiges zu sehen. Slow the hurry down. You good? Okay, listen. You're getting a little too aggressive with the strikes. Don't be so aggressive this round. Watch out for it. Let's set those feints up. So, die wundervolle Camila Oliveira macht uns jetzt also bereit für Runde 2. Ja, wir gehen in die zweite Runde. Der Roundhouse-Kick schlägt ein. Und da zieht er den Single-Leg-Takedown durch. Ja, großartiger Street. Oh, 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 das Auge ist inzwischen ziemlich zugeschwollen. Da könnte definitiv was gebrochen sein. Starker Wechsel in die Side Control. Er kontrolliert ihn von der Seite. Der Punch ging direkt zum Kopf. Klasse. Ja, er ist wieder in der Side Control. Klasse, was Renan Barahona macht im Clinch. Ja, das ist natürlich eine seiner großen Stärken. Er sucht diese Situation. Da kann er seine Fights dominieren. Er arbeitet aus der Halfguard. Schöne Aktion, aber der Punch. Was für ein Treffer. Er hat in die Full Mount gewechselt. Ja, Treffer, da kam der linke Punch. Schöner Inside-Leg-Kick.
Perfekter Block. Schöner Treffer, da kann der Haken zum Kopf. Was für ein Headkick. Er wechselt in die Rechtsauslage. Ja, mit dem Uppercut den Kopf getroffen. Ja, super abgewehrt. Lasse Kopftreffer mit dieser Geraden. Ja, sehr gute Praxis hier. Oh, da hat er sich rechts aber eine hübsche Prellung eingefangen. Erfolgloser Versuch mit dem linken Haken. Schöne Gerade. Man merkt einfach immer wieder, wie sehr Rinan Barão der Clinch liegt. Ja, ich bin gespannt, ob er das auch jetzt hier wieder zeigen kann. Normalerweise ist er natürlich immer einer der Besten überhaupt im Clinch. Barão mit dem Kick zum Körper, aber vorbei. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Ein starker Heftig, wirklich gut gemacht. Der Jab kommt gut. Guter Körpertreffer mit der Geraden. Oh, ein heftiger Headkick. Oh, ein heftiger Kniestoß. Klasse, diese Treffer. Wahnsinn, was für ein Headkick. Schöne Rechte. Technik. Helfer mit der Overhand. Oh, was für ein Kick zum Kopf. Nur noch 20 Sekunden in dieser Runde. Ja, das ist der Takedown. Runde 2 ist in 10 Sekunden zu Ende. McGregor ist in der Guard. Damit ist die zweite Runde zu Ende. Zweite Runde war schon wenig besser. Die wunderbare Carly Baker. Wir gehen in die dritte Runde dieses Titelkampfes. Wir haben in der letzten Runde einige ziemlich gute Ansätze gesehen. So kann es jetzt weitergehen. Von mir aus gern. Wir haben gezeigt, was sie können und darauf sollten wir aufbauen. Ja, guter Inside-Leck. Toller, ja. Oh Mann, inzwischen sind beide Augen ziemlich heftig zugesprungen. Ja, der Kick landet genau am Kopf. Oh, schöner Takedown. Oh, heftige Rechte.
ist jetzt in der Halbzeit. Guter Sweep hier. Er schafft es in die Vollmacht. Treffer mit dem Punch. Und er wechselt in die Backmount. Der Versuch aus der Halfguard. Da ist der linke Punch. Klasse, guter Treffer. Kick kommt nicht an. Exzellenter Jab. Ja, gelungener Head Kick. Die Garde landet am Kopf. Ganz stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Was Renan Barão hier mit seinen Kniestößen macht. Ja, ja, schöne Beintechnik und er geht zu Boden. Sensationeller Sweep. Das Blatt hat sich gewendet. Clinch natürlich, der Renan Barão. Ja, der Clinch ist eben eine seiner großen Stärken. Das haben wir ja schon so oft von ihm gesehen. Diese Situationen, die liegen ihm einfach. Mal sehen, wer von ihnen sich jetzt in die bessere Position bringt. Und da schnappt er sich seinen Rücken. Jetzt trennen sie sich voneinander. Ja, guter Block. Wechselt die Auslage. Oh ja, schöner Frontkick zum Kopf. Guter Kopftreffer mit diesem Haken. Die letzte Minute in Runde 3 ist angebrochen. Ja, sauberer Kick. Volle Treffer. Ja, ja, den Kick steckt er nicht so leicht weg. Was macht er jetzt aus der Halfguard? Oh, ein brachialer Ellbogen zum Kopf. Noch 30 Sekunden, dann ist die Runde vorbei. Nur noch 20 Sekunden. Aufpassen, dieser Cut wird tiefer. Und das war die dritte Runde in diesem Titelkampf. Ah, oh, der hat sich aber genommen. Kniestoß im Mann. Das war eine Runde voller Höhepunkte. Da sehen wir Carly Baker. Sie stimmt uns ein auf Runde 4.
Boxer. Hat er jetzt. Und es geht weiter, die vierte Runde. Sie haben drei schwere Runden hinter sich und müssen jetzt noch durch die Titelkampfrunden. Ja, das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Wer in einem Titelkampf nicht voll austrainiert und absolut topfit ist, der hat im Grunde kaum eine Chance. Schöne linke Gerade. Ja, ausgewichen. Oh, eine Spinning Backfist. Da war die schöne Gerade. Kopftreffer. Oh, diese Prellung am Oberkörper sieht gar nicht gut aus. Jetzt hat er ihn im Teilplan. Guter Kniestoß zum Bein. Ja, sie lösen sich aus dem Clinch. Ja, gute Deckungsarbeit. Und hier sehen wir die Gesamtanzahl der Treffer. Boah, stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Ah, oh, schöner Takedown. Schöner Sweepdown. Jetzt hat er es in die Full Mount geschafft. Ganz starker Hammerfist. Er hat die Chance zur Triangle. Er schafft es, sich aus der Triangle zu befreien. Kann er die Full Guard nutzen? Renan Barao lässt hier auf dem Boden so gut wie keine Treffer zu. Das ist schon beeindruckend, wie gut er sich heute Abend auch auf dem Rücken verteidigt. Gewaltiger Kick zum Kopf. Gefährlicher Schlag zum Kopf, aber perfekt geblockt. Roundhouse Kick genau an den Kopf. Klasse Jab. Was für ein Headkick. Oh, was für ein Uppercut. Oh, klarer Wirkungstreffer, starker Kick zum Kopf. Oh ja, der Kampf war eine gewaltige ist vorbei. Woohoo! Yes, baby! Beeindruckend, wie er dieses Ground and Pound durchgezogen hat. Er war fest entschlossen, den Kampf zu beenden und das hat sein Gegner richtig zu spüren bekommen. Werfen wir jetzt einen Blick in die Wiederholung. Ja, Bruder. Schön, zack. Ah, oh, war das schön. In dieser Einstellung sieht man, wie heftig dieser Kick war. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle Ergebnis für uns. Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 2 minutes, 46 seconds of round number 4. Declaring the winner by knockout and still the undisputed UFC featherweight champion of the world, the notorious Conor McGregor. Champion im Federgewicht. Zwei Matches haben wir noch. Freuen wir uns jetzt auf einen Titelkampf im Mittelgewicht zwischen Vitor the Phenom Belfort und Damian Maia. Los, wieder mit Rot. Damian Maia,
will es heute offenbar wirklich wissen. Der Brasilianer Demian Maia, der immer wieder durch seine vorzüglichen Jiu-Jitsu-Talente überzeugt. Ja, ich bin auch immer wieder begeistert. Seine Kontrahenten vermutlich eher weniger, denn die haben meist das Nachsehen. Damian Maia. Jetzt ist es soweit. Er betritt das Oktagon. Egal in welcher Gewichtsklasse Vitor Belfort in der UFC angetreten ist, er gehörte eigentlich immer zu den Allerbesten. Die Zahl seiner Siege, die Zahl seiner K.O.s, tja, die ist überragend. Für mich immer noch einer der Besten in seiner Gewichtsklasse. Hat den schwarzen Gürtel im brasilianischen Jiu-Jitsu, war da ja auch Champion und seine Titel in der UFC sprechen auch Bände. Vitor Belfort, der fantastische K.O.-Spezialist aus Brasilien. Natürlich einer der Allerbesten. Seine Kampfbilanz spricht ja für sich. Macht immer wieder Spaß, ihm zuzuschauen. Werfen wir einen Blick auf die Profile der beiden Kämpfer in unserem Hauptkampf. Belfort gegen Damian Maia. Los geht's. Alright, make the rules of the locker room. I want you to obey my commands at all times, protect yourself at all times. A nice, clean, safe fight. Touch gloves, match your corners, come out. Sie klatschen sich ab und gehen wieder in ihre Ecken. Vitor Belfort! Let's go! Los geht's! Wechselt die Führhand. Die linke geht daneben. Eine satte gerade zum Kopf. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Ja, guter Hack. Gute Kombination, sehr gut. Hier will keiner zurückschrecken. Ein starker Hendrik, wirklich gut gemacht. Er landet auf der Matte. Oh ja, was für ein fabelhaftes Spiel. Ja, er kommt in die Full Mount. Ja, da geht er in die Back Mount. Er kämpft aus der Half Guard. Er hat einen Cut an der Wange.
Belfort wird geblockt. Die Hammerfist bleibt ohne Wirkung. Schöne Bewegung, die er da auf den Boden zeigt. Nein, er kommt nicht in die Halbbahn. Oh, starke Rechte. Brutales Ground and Pound. Oh, die Rechte sitzt. Jetzt macht er richtig Druck. Er wollte in die Halfguard, aber keine Chance. Jetzt ist er der Fulmer und starke Konter. Guter Kick, aber ein noch besserer Block. Starker Inside-Leg-Kick. Maya bringt den Jab, aber erfolglos. Klasse, dieser Front-Kick zum Kopf. Und da ist der Single-Leg-Takedown. Großartig gemacht, dieser Sweep. Zuschauer feuern den Mann aus Rio de Janeiro an. Da sind die Anfeuerungsrufe für Vitor Belfort. Sauberer Kick. Tolle linke Gerade. Der Spinning Heel Kick kommt da. Oh, ein Roundhouse Kick ins Nichts. Toller Treffer mit dem Punch. Oh, oh, bei der Linken hatte er Glück. Kein schlechter Versuch, aber er bleibt auf den Beinen. Der Leg Kick ging daneben. Und eine linke Gerade. Ja, gute. Und er hat ihn im Choke stark gemacht. Ah, jetzt steckt er richtig in Schwierigkeiten. Ich fasse es nicht. Die Guillotine war so gut wie durch, aber er befreit sich doch noch. Reversal in die North-South. Er setzt einen North-South-Choke an. Er ist entkommen. Er setzt ihn von der Seite unter Druck. Ja, knallharte Links. Starke Links. Er wechselt jetzt zum Rücken. Er kämpft aus der Full Mount. Ein Kick zum Pop muss er besser vorbereiten. Der Jab kommt an. Der Kniestoß kommt an. Ah, schön abgefangen. Schöner Roundhouse Kick. Ah, der Headkick geht daneben. Oh, ein knallharter Kopftreffer. Ja, schöner Kniestoß. Das ist das Ende der ersten Runde. Schaut nicht schlecht aus für uns. War auch nicht für uns. War auch, wir haben viel abbekommen. Oh, der war schön. Der Kick hätte den Kampf beenden können. Die hübsche Camila Oliveira macht uns bereit für die Runde 2. Und weiter geht's. Die zweite Runde beginnt. Ja, schöner Single-Leg-Takedown. Gemacht. Da war der Sweep. Oh, oh, da wechselt er in die Full Mount. Oh, das war ein satter Ellbogen. Oh, er setzt ihm hart zu.
roundhouse kick. Herrlicher Punch, da ist der Treffer. Ja, ja, schöner Roundhouse zum Körper. Oh Mann, inzwischen sind beide Augen ziemlich heftig zugeschwollen. Ja, ja, Wechsel der Auslage. Schöner Inside-Leg-Kick. Oh, schöner Roundhouse-Kick zum Kopf. Er schafft den Single-Leg-Takedown. Jetzt wechselt er in die Full-Guard. Sieht die Sache anders aus. Die rechte schlägt voll ein. Treffer mit der rechten. Er hakt sich ein und ist in der Backmount. Oh, das war gut. Und jetzt hat er ihn in der Armbar. Er hat sich befreit. Sauberer Pass in die Full Mount. Starker Ellbogenschlag zum Kopf. Wie kam das denn? Er hat ihn in der Armbar. Oh ja, er schafft es, sich aus der Armbar zu befreien. Ja, jetzt clinchen sie. Ah, schöne Wurftechnik. Übergang in den Over-Under. Der Kick zum Kopf jetzt und da ist der Treffer. Und jetzt wollen es beide wissen. Ja, da ist der Roundhouse zum Körper. Klasse pariert, dieser Punch zum Kopf. Ja, der Inside-Leg-Kick kommt an. Jetzt wechselt er die Auslage. Kick zum Kopf, aber daneben. Und wieder ein Wechsel der Auslage. Sehr schöner Kick zum Bein. Guter Jab. Wieder ein guter Leg-Kick. Vitor Belfort, ja, wieder so ein klasse Leg-Kick. Oh, da ist der Over-Under. So kennen wir ihn, den Vitor Belfort. Was für ein fabelhafter Kick. Zeigt er uns immer wieder in seinen Kämpfen. Solche Kicks, solche perfekten Kicks. Knallhart und technisch natürlich exzellent. Er holt sich noch einen Takedown. Oh, diese Prellung am Oberkörper sieht gar nicht gut aus. Maya ist jetzt im Double Underhook. Ja, der Kick sollte eigentlich am Kopf landen. Schöner Treffer mit der linken. Guter Kniestoß zum Körper. Oh, der Leg-Kick geht ins Leere. Toller Kopftreffer mit diesem Uppercut. Ja, er bringt ihn zu Boden. Und das ist das Ende der zweiten Runde. Oh Gott, was für ein Match.
in der HSBC Arena in Rio de Janeiro. Die reizende Carly Baker. Heute starker Kniestoß. Er kontert mit einer linken. Er wechselt die Auslage. Ja, nein, der Schlag war weg. Ei, ei, ei. Inzwischen sind beide Augen ziemlich heftig zugeschwollen. Da kam der Leg Kick. Er geht in den Clinch. Hat natürlich großartige Judo-Fähigkeiten, der Vitor Belfort. Und das hat er uns auch da wieder gezeigt mit diesem fantastischen Sport. Er wechselt wieder die Auslage. Werfen wir einen Blick auf die Anzahl der erzielten Wirkungstreffer. Schön geblockt. Ah, oh, ein heftiger Headkick. Nein, dieser Punch kommt nicht durch. Oh ja, was für ein Block. Wahnsinn, was für ein Headkick. Ja, der Haken sitzt. Misslungener Pass in die Side Control. Er kämpft aus der Full Guard. Er arbeitet aus der Side Control. Er geht jetzt auf seinen Rücken. Er versucht es mit einer Submission. Jetzt wird's gefährlich. Er befreit sich. Er kontrolliert ihn aus der Backmount. Wahnsinn, starke Rechte. Er schafft es. Er hakt beide Füße ein. Schön den Sweep eingesetzt. Er ist jetzt in der Mauer. Ja, er trifft ihn. Schöner Treffer mit dem Kick. Vitor Belfort hat hier offenbar kein Rezept gegen diese Leg Kicks. Ja, er wirkt da wirklich leicht hilflos, aber das muss er jetzt schleunigst ändern. Gute Aktion jetzt, der Treffer mit dem Kick zu kommen. Ja, ja, eine Kombination. Ja, ja, jetzt sieht man's. Er hat sich rechts definitiv eine Prellung zugezogen. Ja, starker Kick zum Kopf. Der Punch kommt nicht durch. Gut abgeblockt. Er bringt die Gerade. Starke Kombination. Er zeigt hier tolle Blocks. Und wieder ein Takedown. Er ist in der Halfguard. Er wechselt in die Full Guard. Was für ein toller Sweep. Da ist der Sweep, jetzt ist er in der Mauer. Ein schöner Sweep. Maya geht auf einen Rear Naked Choke. Er kann sich befreien.
starker Übergang in die Full Mount. Das war die dritte Runde in diesem Titelkampf. Hier sieht man, dass die Submission nicht richtig fixiert war. Die wunderbare Carly Baker stimmt uns ein auf Runde 4. Es geht weiter. Das ist die vierte Runde in diesem Kampf über 5x5 Minuten. Gute Idee, aber der Takedown ist weg. Wahnsinn, wie das Auge zugeschwollen ist. Da könnte definitiv was gebrochen sein. Haken zum Kopf, toller Treffer. Ja, gutes Timing hier. Ja, wechselt die Führhand. Double Leg Kick. Bitte hier mit dem Kick. Ja, der Kick kommt an. Jetzt hagelt es hier Treffer. Erneut da der Kick zum Kopf von Vitor Belfort. Oh, starker Inside-Leg-Kick. Schöner Treffer mit dem linken Haken. Oh, schöner Punch. Vitor Belfort schafft es bisher nicht, seine größere Reichweite auch zu nutzen. Nein, er lässt seinen Gegner einfach zu nah an sich rankommen und muss deshalb auch immer wieder solche Treffer einstecken. Er setzt hier schön seine Technik ein, wechselt immer wieder seine Handgriffe. Das sieht gut aus. Guter Kick, da ist der Treffer. Maya schlägt in den Block. Hervorragender Leckig. Ja, er wird den Single. Oh, er hat seinen Gegner im Choke. Er hat keine Chance mehr, gleich ist es soweit. Ich fasse es nicht. Die Guillotine war so gut wie durch, aber er befreit sich doch noch. Sie sind im Clinch. Er kickt ihn in den Double Underhook. Oh ja, was für ein Wurf von Vitor Belfort. Ah, der hat einfach exzellente Judo-Fähigkeiten. Das hat er uns in seinen Fights schon so oft gezeigt. Er ist jetzt in der Half-Guard. Maya blutet wie verrückt. Es würde mich nicht wundern, wenn dieser Cut hier zum Abbruch führt. Ja, ja, er richtet sich auf. Er ist jetzt in der Vollgas. Ja, schöner Leckling. Schöne Aktionen auf beiden Seiten. Oh, Roundhouse Kick zum Körper. Gut gemacht. Schöner Kopftreffer mit der Gerade. Setzt die Guillotine an. Oh, der Choke ist zu gut. Der Kampf ist jede Sekunde zu Ende. Ich fasse es nicht. Die Guillotine war so gut wie durch. Aber er befreit sich doch noch. Oh, tolle Arbeit vom Kampf. Ah, der Übergang aus der Hand hat geschieht. Er nimmt den Oberkörper hoch. Oh, eine heftige Linie. Oh ja, jetzt gibt er ihm den Rest. Der Kampf ist vorbei. Ja! Das war ein fantastisches Ground and Pound. Er wollte nicht punkten, sondern den K.O. Und genau das hat er auch bestätigt. Hier kommt die Wiederholung. Bam, bam, bam.
Boom, Alter, die haben es so fertig gemacht, alter Schwede. Huh. Zack. Und hat aufgehört. Wer hätte es gedacht, dass wir hier nochmal gewinnen. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, referee Dan Rigliano's call stop to this contest at 3 minutes, 31 seconds of round number 4. Declaring the winner by knockout, Vitor the Phoenix. Vitor Belfort mit einem klaren Call. Wir gehen zum letzten Match. Das letzte Titelmatch bei den Schwergewichten. Runde 2, Runde 4, Runde 4, nochmal Runde 4. Glaube ich. Jetzt steht in der UFC ein Schwergewichtskampf auf dem Programm. Ja, mal hin. Und da ist er auf dem Weg ins Oktagon. Wenn der ins Oktagon steigt, dann ist seine Strategie ziemlich eindeutig. Er wird versuchen, den Kampf irgendwie auf den Boden zu bringen, damit er seine überragenden Passing-Fähigkeiten in die Waagschale werfen kann. Absolut, ja, der fand ich nett. Der am Boden die Position wechseln kann. Ja. Wir lassen uns nicht runterkriegen von dir. Ja. Barry. Ja. Jetzt läuft der Titelverteidiger ein. Was ihn so gefährlich macht, sind seine brachialen Kicks. Sensationell, wie viel Power er in diese Kicks legen kann und wie sehr er Kämpfe damit an sich reißen kann. Er brennt darauf, hier zu zeigen, warum er der unumstrittene Champion im Schwergewicht ist. Sehen wir uns die Kontrahenten in unserem Hauptkampf mal in der Gegenüberstellung an. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. The action begins. Our referee in charge of the Octagon, Herb Dean. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold out arena in Rio de Janeiro, Brazil. Stands 6'3" tall, weighing in at 250 pounds, fighting out of Fullerton, California, presenting the challenger, Josh the War Master. Wir werden jetzt den Gürtel gewinnen oder nicht, kommt drauf an, ob wir den Champion besiegen. This man is a kickboxer, holding a professional record of
8 wins, 7 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 235 pounds. Fighting out of Alexandria, Minnesota, ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending, undisputed UFC heavyweight champion of the world, H.D. Barry. Und jetzt geht's los. Set, set. Und los. Es geht los. Der heutige Titelkampf ist auf 5 Runden mit je 5 Minuten angesetzt. Oh, ein Kick zum Bein. Ja, noch so ein toller Kick. Oh, was für eine schöne Linke. Die rechte Pass. Der Kick hat gesessen, voll auf den Kopf. Oh, yeah, yeah, yeah. Jetzt kämpfen sie mit offenem Visier. Was für ein Kick zum Kopf. Der Jab kommt an. Er schickt ihn auf die Bretter. Oh ja, starker Hammerfist. Oh, gute Rechte. Tolle Linke, super gemacht. Was für eine Ground and Pound Serie. Super Punches jetzt. Er wechselt in die Vollgard. Es ist ein Aufgabe. Schön den Sweep eingesetzt. Mann, was für eine Rechte. Oh, brutales Ground and Pound. Und wieder in die Folge. Er trifft ihn. Er hat versucht, in die Halfguard zu wechseln. Jetzt setzt er ihm richtig zu. Ah, der Kick zum Kopf landet im Nichts. Ja, ja, Wechsel der Auslage. Was für ein toller Lecky. Der nächste schöne Leckkick. Wahnsinn, wie das Auge zugeschwollen ist. Da könnte definitiv was gebrochen sein. Treffer mit diesem Punch. Sehr gute Kombination. Ja, der Kick landet genau am Kopf. Treffer mit dem Jab. Der Kick zum Kopf hat gesessen. Ganz stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Oh, stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Oh, der ging voll zum Kopf. Schöner Treffer. Oh, ein starker Kick. Perfekter Kick zum Kopf. Oh, unsauberer Punch und daneben. Barry wird geblockt. Der Schlag kommt nicht durch. Ja, ja, der Roundhouse Kick erwischt ihn am Kopf. Nein, nein, da lässt er keinen Treffer. Oh, der Treffer zeigt Wirkung. Schönes Knie. Ja, ja, sehr schöner Takedown. Oh ja, ein toller Sweep. Und da ist er in der Vollmacht.
Der Punch sitzt. Oh ja, der Ellbogen landet voll am Kopf. Er befreit sich aus der Full Mount. Stark gemacht. Was für ein toller Sweep. Jetzt wechselt er in die Full Guard. Schöner Sweep. Er ist jetzt in der Half Guard. Er arbeitet auf der Half Guard. Ja, ja, Pass in die Full Guard. Und nach 10 Sekunden. Ja, schöner Haken zum Kopf. Ein gewaltiger Kick zum Kopf. Und damit ist die erste Runde beendet. Sehen wir uns ein paar Wiederholungen aus dieser Runde. Schlecht. Oh, da hat er schön getroffen. Aber da mir auch mal gut getroffen. Ariane Celeste sehen wir da im Bild. Immer wieder eine Augenweide. Okay, Runde 2. Er blockt den Kick zum Pop ab. Was für ein Headkick. Sehr guter Treffer mit dem rechten Punch. Oh, jetzt schwillt auch noch sein anderes Auge zu. Die tauschen die Positionen. Er geht in die Full Guard. Was für ein Sweep, tolle Aktion. Ja, ganz starke Hammerfist. Er geht in die Full Guard. Er weicht nach rechts aus, um ja nicht in eine Rechte seines Gegners zu laufen. Schöner Kerl. Sie gönnen sich nichts. Er geht in die Rechtsauslage. Kick zum Kopf, aber zu unpräzise. Ja, schöner Kick. Der Punch kommt an. Ja, schöne Kombination. Er verfehlt sein Bein. Guter Kopftreffer mit diesem Diving Punch. Schön, wie er da blockt. Wirft diese Angriffe von oben gut ab. Starker Kick zum Kopf. Ah, diese Fällung am Oberkörper sieht gar nicht gut aus. Ah, so einen Takedown muss er besser vorbereiten. Oh, starker Diving Punch zum Kopf. Der hat wehgetan. Schön, was er hier im Ground and Pound zeigt. Und jetzt ist es vorbei. Oh. Es waren diese knallharten Treffer auf dem Boden, von denen sich sein Gegner einfach nicht mehr erholen konnte. Das ist schon zu wenig. Das war konsequent und es war erfolgreich. Ist ja auch nicht umsonst der Champion. Sehen wir uns mal der Schwergewichtschampion. Weltschwergewichtschampion meine ich. Super Match. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, Referee Herb Dean is going to stop in this contest at 2 minutes, 23 seconds of round number 2. Playing the winner by knockout and
alter und neuer Champion im Schwergewicht. Das war's für heute. Wir sind am Ende angelangt. Wir haben tolle Kämpfe erlebt. Wir sagen auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, das war's schon von mir. Bis zum nächsten Mal. Philipp, der Ellsberg. Wir haben einmal Runde 2, Runde 4, Runde 4, Runde 4 und Runde 2 und alles durch K.O. Unglaublich. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und noch einen schönen Nachmittag, Abend. Bye.